Hallo meine Lieben, ich bin der Tobi und willkommen bei Stellaris. Und ja, es ist unfassbar, wie die Dinge dramatisch ihren Lauf nehmen. Wir sind hier im Krieg, im am schlechtesten geplanten Krieg, den die Menschheit jemals gesehen hat. Und ja, ausgeführt durch mich natürlich. Niemand sonst hätte dermaßen schlechten Krieg planen können, wie ich das gemacht habe, aber es war und einfach mal Teil der Geschichte, ist so passiert. Und jetzt stehen wir da, wie die Deppen. Aber das macht nichts. Wir haben immer noch gute Chancen, hier was zu reißen. Ja, was haben wir hier für eine Welt? Auch irgendwie voll dumm, oder? Da eine Generatorwelt draus zu machen? Ich weiß nicht so genau. Wir bauen hier auf jeden Fall eine Panuri. 50% reduziert, der Planet neu kolonisiert wird, das Grundwachstum reduziert. Okay, alles gut. Alles gut, das sind die Panuri. Hier beim Verwaltungszentrum, da können wir jetzt dann bald upgraden. Müssen es noch nicht, aber gut zu wissen, dass wir es könnten, wenn wir es wollten. Wir brauchen Dienstleistungen. Wir haben Wirtschaftszonen, Kristallminen. Ja, wir bräuchten halt Dienstleistungen, gell? Machen wir mal einen Stadtdistrikt, da kriegen wir Dienstleistungen her. Okay. Wir haben die Trümmer hier analysiert. Und dann können wir gleich weiter analysieren an Trümmern. Okay, Leute. Jetzt haben wir es geschafft. Unsere Flotten. Der Tsiyankhi-Weltraumwal, der ist hier. Wir haben jetzt hier eine gewaltige Flotte. Ging ja auch ruckzucki, gell? Eine gewaltige Flotte. Wir sollten jetzt nach Prosnak. Ja. Und wir gehen auch nach Prosnak mit unseren beiden Megaflotten. Und auch mit dieser hier. So, da werden wir jetzt mal richtig hingehen. Die Ferbanit haben mit den Chim einen Frieden für Status Quo abgeschlossen. Okay, gut. Und wir haben diese Trümmer hier analysiert. So, hier kommt die sechste Flotte, genau. Und da kommt die Enterprise-Flotte. Also alles gut. Wir holen hier Flotten auch tatsächlich nach. Läuft, funktioniert. Okay, wir haben die Autokanonen erforscht. Die werden wir wahrscheinlich nicht jetzt, aber nach diesem Krieg dann auch benutzen, gell? Die werden wir benutzen. Wir haben die Ionentriebwerke, die dauern nur 17 Monate, die werden wir gleich mal machen. Aber Rumpfstärke, Korvetten plus 100. Ah, Leute. Das machen wir mal. Das müssen wir ja eigentlich mitnehmen. Hier haben wir ein freies Gebäude für diese Agrarwelt, die richtig schön Nahrungsmittel produzieren für uns. Haben wir da nicht mal irgendwas? So ein Nahrungsmittel? Die Genkliniken haben wir inzwischen. Ja, nee, wir haben nur die Hydrokulturfarmen. Was machen jetzt die Genkliniken genau? Die machen aus Konsumgütern Dienstleistungen und erhöhen das Wachstum des Planeten. Okay. Der jetzt aber nicht arg, da brauchen wir, glaube ich, kein Wachstum auf dem Planeten. Der kann uns nicht so viel bringen. Da bauen wir noch eine Hydrokulturfarm hin. Das ist okay. Die anderen Planeten, da sieht es überall gut aus. Keso Prime, denen fehlt eine Wohnung, aber da wird ein Stadtdistrikt gebaut. Und Sol, da haben wir Arbeitslose. Ja, gut, können wir jetzt auch nicht arg viel dran ändern. Wir könnten hier ein Lebensmittel umwandeln noch in einen Generatordistrikt. Aber gut, das würden wir jetzt auch mal so lassen. Jetzt hier unsere Flotten. Das sind schon gewaltige Flotten, was wir jetzt hier. Was wir jetzt hier schicken, gell? Und wir treffen uns immer in Simansnik und hier haben wir auch gut erhöht unsere Flottengröße. Also oh, wir sind dann schon langsam mächtig. Wir sind an der Gefahr demnächst. Okay, wir haben hier oben auch einen Gesandten frei. Müssen wir mal gucken, was wir mit dem Gesandten machen, gell? Puh, wir haben den Plasmawerfer entdeckt. Der ist brutal. Der macht halt gegen Schild keinen Schaden, aber gegen Panzerung und Rumpf ist der unfassbar stark. Ja, unfassbar ist der stark. Wenn man jetzt eventuell noch die Forschungsstation, ist auch toll, gell? Schildkondensatoren.
Die speichern überschüssige Energie, die im Falle eines Schildversagens schnell transferiert werden können. Wow, das ist natürlich auch echt gut, gell? Plasmabeschleuniger. Und der Ionendisruptor, der ist gegen Schild und Panzerung stark. Den machen wir mal, den Ionendisruptor, der scheint mir richtig gut zu sein. Okay. Was ist los? Wo engagieren wir eine Hostile Station? Und was haben wir noch für Gegner hier? Oh, megamäßig, schaut euch das an. Jetzt kommen wir hier mit unseren Söldnertruppen. Wow. Ja, und die geht richtig runter schnell. Das ist ja ganz unfassbar. Und die Trefferpunkte, oh, die schmelzen dahin. Sieg! Wir haben gewonnen gegen die Coalition of Pros. Oh mein Gott. Okay. Die geben quasi auf. Der bestmögliche Ausgang bedeutet das, dass wir jetzt Chiminol wieder frei sind auf Chiminol. Ist ja auch klar, dass wir das Ding jetzt zur Sternenfestung verbessern und dass es, wenn es zum nächsten Krieg kommt, und es wird zum nächsten Krieg kommen, naja, dass es dann richtig Ärger gibt. Gut, wir haben gewonnen. Die wurden erniedrigt, die Pros. Ja. Und wie war das jetzt das letzte Mal? Wie haben wir das gemacht? Wir haben ja jetzt hier so dermaßen viele Schiffe und alles, dass man es gar nicht fassen kann. Wir möchten jetzt auf jeden Fall auch Ansprüche stellen. Gell? Das möchten wir schon machen. Ja, wir möchten schon Ansprüche stellen. Wo sind wir denn? Wir sind hier. Würden wir hier Ansprüche stellen? Nee, nicht. Und hier. Und hier. Und hier. Für 404. Wir können noch mehr. Wir können so viele Ansprüche stellen. Und vielleicht können wir noch, ja, mit beanspruchen. Jawohl. Können wir. Und diese Ansprüche stellen wir auch. Wow. Mega. Megamäßige Ansprüche. Megamäßige Ansprüche haben wir gestellt. Komm, können wir uns mal beleidigen, Jungs. Ja. Okay, jetzt wird es nur so sein, dass unsere. Okay. Oh. Stopp. Uluk 3. Das kleine Astrometrik-Labor unseres Beobachtungspostens im Orbit von Uluk 3 hat einen Klasse 4 Asteroiden auf Kollisionskurs entdeckt. Falls nichts dagegen unternommen wird, ist in der nördlichen Hemisphäre des Planeten mit einem so großen Einschlag zu rechnen, dass es zu einem Aussterbeereignis kommt. Da unsere Aufgabe die passive Beobachtung ist, würde sich normalerweise eine Einmischung verbieten. Aber in diesem Fall setzen sich viele Wissenschaftler für eine Ausnahme ein. Täten wir nichts, würde das bedeuten, dass Saravanna auf Uluk 3 sich tot überlassen wäre. Hatten wir die Sache nicht schon mal? Das kommt mir irgendwie alles so bekannt vor. Weiß jetzt auch nicht genau. Auf jeden Fall ist der Krieg jetzt hier dummerweise erledigt. Jetzt will ich aber trotzdem mal ganz kurz in die Kontakte gucken. Die Pros, die sind mit den Wun-Okon-Clans zusammen. Wo sind die Wun-Okon-Clans? Wollen wir uns einfach nur mal kurz angucken. Ich finde sie eh nicht. Zikmok, Gulki. Na, nochmal. Ich finde die nicht. Wie heißen die? C5, eins drunter, Dankeschön. Also, die sind uns überall inzwischen unterlegen. Und also die Pros, die haben wir, glaube ich, auch durch diesen Krieg dermaßen aufgerieben, dass, ja, da gibt es gar nichts mehr zu lachen für die großartig. Okay, stopp. Jetzt. Als allererstes, alle Schiffsreihen. Kommen weg. Wir haben jetzt keinen Krieg. Wir brauchen nicht mehr die Truppen. Wir brauchen nicht mehr die Truppen. Wir ziehen uns zurück. Ja, hier runter.
Hier runter. Oh mein Gott, haben wir große Flotten. Es ist wirklich unfassbar, was für große Flotten wir haben. Und ich würde sagen, dass wir unsere Flotten einfach mal zu diesem Horror schicken. Und wo war der Horror? Ich glaube, Janox Maw war unerforscht. Da war diese Horrorgeschichte, oder? Sollen wir mal gucken? Oder ist das blöd? Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Oh, da ist ein unidentifiziertes Reich, das sind Alienschiffe. Okay, oh Gott, bis wir unsere Flotten darüber kriegen, das kannst du ja voll vergessen. Jeden Fall sieht es hier eigentlich überall ganz gut aus mit Piraterie. Gut, auf Iolam ist ein bisschen blöd mit Piraterie. Gut, dann wird die Polizei. Ah, okay. Dann geht die Euros-Polizei nach Jotla. Okay. Piraterie hat ihr Maximum erreicht. Okay, na gut. War schlimm ist ja nicht die Piraterie hier, die ihr Maximum erreicht hat, gell? Hier oben ist es eher schon schlimm. Ja. Und da haben wir die fünfte Flotte. Und die das ja. Zerstörer. Gut, dann geht die fünfte Flotte mal nach Delarum. Die Second Fleet, die patrouilliert diese Gegend ab hier. Okay. Pff, ey, ich sag's euch. Achte Flotte sind Korvetten. Was haben wir von der Unterdrückung in der achten Flotte? Von 50. Ist doch gut, oder? Würde ich mal einfach sagen, dass wir hier rüber gehen. Ja. Und dann langsam aber sicher uns weiter ausbreiten, gell? Der Asteroid auf UNO3 wurde vernichtet, bevor die Oberfläche erreichen konnte. Er wollte unsere Raumstation, das hatten wir das letzte Mal schon, da habe ich Flotten hingeschickt und alles wäre gar nicht nötig gewesen. Gell, aber ja. Die haben Beschützer from above, gell? Wir haben die gerettet auf UNO. Ich glaube schon wieder, die hatten doch schon mal diesen Ding, oder irre ich mich da? Oh, wo ist die feindliche? Naja, gut. Na. So, okay, da fliegen wir hier rüber. Da sieht es mit der Piraterie alles ganz gut aus. Hier ist ein bisschen schlecht. Auch schlecht, auch schlecht. Diese Route hier ist schlecht. Warum? Was macht unsere Delarum-Gruppe? Die wird jetzt patrouillieren. Und zwar nach Esrak. Und nach Eubos sogar. Nee, bis nach Esrak. Ich glaube, wenn die bis nach Esrak, die fünfte Flotte wird es sein, die wird nach Esrak patrouillieren. Und die Lokar, stopp, die Lokar, die gehen nach Sulekro. Okay, so. Nachdem wir wieder mal einen Krieg gewonnen haben gegen die Pross, obwohl wir ihn so schlecht geführt haben, muss man auch sagen, gell? Oh mein Gott, zu kantig. Die archäologische Expedition auf Kromen 7a hat Verzögerungen gemeldet, die durch eine Reihe unwahrscheinlicher Ausrüstungsprobleme verursacht wurden. Die Arbeiten wurden vorübergehend angehalten, bis Ersatz beschafft werden kann. Durch unwahrscheinliche Ausrüstungsprobleme. Okay, -3 Hinweise, na dann. Passt schon. Wir werden weitergraben, selbstverständlich. Gut, jetzt haben wir hier unsere Station gebaut. Ja. Der Unterhalt für Sternenbasen um 50% erhöht.
Wir zahlen 252, das heißt, wir müssten eigentlich dann, wow, das macht echt viel aus, dass wir jetzt hier diese Sternbasen haben, gell? Wir haben ja einen ganzen Haufen, wir haben ja hier auf Diadem haben wir eine Sternbasis. Und was kann die überhaupt? Die hat gerade mal einen Handelsknoten und das war's. Brauchen wir die? Brauchen wir die Sternbasis? Wird von Diadem geholt, von Diadem geholt, wird von Diadem gesammelt, okay. Auch von Diadem gesammelt. Hier auch Diadem. Da gibt es gar nichts zum Sammeln. Hier gibt es auch nichts viel zum Sammeln. Okay, also das würde ich tatsächlich mal lassen. Die Ibaka, die Diademstation. Ibaka, was haben wir auf Ibaka? Nichts. Okay. Da haben wir da den Planeten. Ah, Diadem hat nur eine Station. Hier sieht man hier mit den Punkten schon ein bisschen arg klein. Und Ibaka, das ist der Kreis, ist einfach nur, dass es halt, dass wir das haben. Und wenn die Pünktchen dran sind, dann ist was Größeres. Und was ganz Großes müsste dann, genau, kann man dann hier erkennen an den vier Pünktchen, alles klar. Okay. Hier haben wir jetzt die achte Flotte. Okay, die fliegt darüber, das ist in Ordnung. Puh, Leute, ich sag's euch. Handel sind alles, das meiste, was wir haben, sind Handelsknoten, gell? Wir haben nur die Alpha Centauri Bastion, die wir ja so in der Form gar nicht mehr brauchen. Wir haben einen Handelsknoten, eine Geschützbatterie und das Weltraumhandelsunternehmen. Okay, gut. Das ist schon gut. Aber hier jetzt die beiden Stationen wieder abzureißen, können wir nicht irgendwo die Standbasenkapazität erhöhen? Gucken wir mal. Sie wird durch die besessene Systeme und Technologien und Traditionen erhöht. Ja, gut, gucken wir mal, dass wir da einfach dann das im Laufe der Zeit wieder ein bisschen erhöhen, gell? Jetzt, Moment, Moment. Einfluss kriegen wir 4 durch die Fraktionen. Ja gut, wir hatten, glaube ich, schon einen Tick mehr. Müssen wir uns um die Fraktion wieder mal kümmern, ein bisschen, gell? So. Neue Droge auf Sarisch. Sarisch kennen wir ja inzwischen ganz gut. Die wurden ja belagert hier, gell? Müsste hier sein. Sarisch, genau. Verwüstung 30%. Die haben uns tatsächlich abgebombt, gell? Zerbombt ist ja unfassbar. Also, Schmuggler auf Sarisch haben eine neue Droge eingeführt. Das haben wir doch schon gelesen. Von der wir glauben, dass sie irgendwo in den Piratengebieten außerhalb des zivilisierten Raums entstanden ist. Diese Droge macht nicht nur sehr süchtig, sondern sie ist für die meisten Lebensformen auch tödlich, wenn sie in kleineren Mengen kontrolliert wird. Obwohl die lokalen Behörden tun, was sie können, gab es eine Flut von Todesfällen. 4 Bewohner auf Sarisch. Echt schon wieder? Das Ding hatten wir doch. Endlich frei. Und Handelszentrum für Drogen. Tolle Sache. Handelszentrum für Drogen. Echt, ey. Jetzt gucken wir mal, was machen wir jetzt? Was machen wir? Wir verteilen Luxusgüter. Prinzipiell sieht es blöd aus, denn die haben Verwaltungsbüros. Okay. Weiß jetzt nicht, ob jetzt hier Verwaltungsbüros das Wichtigste sind, sondern ob wir das ersetzen sollen, mal kurz Pause, mit einer Polizeiwache. Machen wir auch, ersetzen wir auch durch eine Polizeiwache. Und dann wird Lebensmittel und das produziert. Okay. Verwüstung 28%. Ah, gut, geht langsam runter. Jawohl, die Verwüstung geht wieder runter. Super. Okay. Schließen. Schließen. Bitte um Technologie. Nachdem Sie die fortschrittlichen Waffen unserer Sicherheitskräfte gesehen haben, wendeten sich mehrere Generäle des unterirdischen Alienreichs auf Greshell Prime mit einer Bitte an uns, ob wir nicht einen Teil unseres militärtechnologischen Wissens mit ihnen zu teilen bereit wären. Oh je. Unsere eigenen Offiziere sind diesbezüglich etwas zögerlich, da die Aliens in etwaigen Unterkünften Schlachten so schwieriger zu besiegen sein würden. In etwa zukünftigen Schlachten schwieriger zu besiegen sein würden. Wenn wir die Bitte der Aliens ausschlagen, werden sie das sicherlich als Beleidigung auffassen. Wilde mit modernen Waffen auszustatten, wäre eine schlechte Idee. Und sie sind Teil von uns, was vernünftig ist. Was wäre dann? Ingenieurforschung von Jobs 30% schlechter.
Aber die Beziehungen werden sich verbessern. Nein, wir geben denen doch keine Gnaden, Leute. Geben denen doch von euch unsere Flotten an. Boah. Ja, und was wir da alles zahlen an Geld. Ist auch unfassbar, oder? Okay. Die Neutralitätsgesellschaft. Also, was haben wir erforscht? Den Korvettenrumpf, der war wichtig. Der Korvettenrumpf war sehr wichtig sogar. Stadtdistrikt, oh, Stadtdistriktwohnungen plus eins. Wichtig, wichtig, wichtig. Vor allem für die Erde auch, glaube ich. Gell? Ja, aber hier ist Baukosten, Sternbasen. Reduziert die Modulkosten, reduziert. Oh, wir kriegen lauter feine Sachen und richtig Gutes. Gell? Und wir können dann das lebende Metall hier abbauen. In 130 Monaten, das sind über 10 Jahre, die wir brauchen. Aber vielleicht, weiß es nicht. Und wir machen mal die Stadtdistriktwohnungen. Das wäre eine Industrieforschung. Haben wir einen, der Industrie kann? Haben wir nicht, okay. Na. Technologie. Und ja, mit Staatskunst haben wir ja auch keinen, okay. Oh, Leute. Also, gehen wir auf die seltenen Kristalle. Wir können wieder exotische Gase verkaufen auf dem Markt. Okay, verkaufen wir mal 500. War schon eine ganze Menge für uns. Und kaufen. Exotische Gase. Und hier verkaufen wir auch mal einen Haufen. Und davon verkaufen wir nichts. Das können wir dann so lassen. Das ist okay. Das passt schon. Okay. Wow. So, Kriegserklärung. Die Free Geoid Coalition hat den Chapa Trade Commission den Krieg erklärt und Beschluss wurde verabschiedet für die kollektive Abfallwirtschaft. Okay, alles klar. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So. Hier sind jetzt unsere Flotten, die sich langsam zurückziehen. Und dann gucken wir mal nach dem Evil. Nach dem großen Evil. Cool. Okay, Hadrianus Secundus wurde kolonisiert, eine Windswelt, aber kontinental immerhin. Gell? Mit auch viel, viel Generatordistrikten. Bauen wir auch gleich mal Generatordistrikte hin und da werden auch Luxusgüter verteilt. Ja, finde ich gut. Gaia-Welt, Firis Prime. Warum kolonisieren wir die nicht schon lange? Frage ich mich. Auf der Gaia-Welt können sie alle leben, aber natürlich werden wir da leben. Gut, die Anpassungs. Okay, gut. Nein, 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 das wird eine Menschenwelt werden. Warum haben wir die noch nicht kolonisiert? Also, wie ihr sehen könnt, sind die Vierer, die sind alle gestorben, weil die sind in uns aufgegangen und dadurch haben die ihr Ding verloren, ihre. Na? Ja, ihren Zusammenhalt, also die Borg sind wie die Borg quasi ausgeschaltet worden, komplett. Ja, ist doch gut, oder? Jedenfalls, die künstlichen Moralvorstellungen sind fertig mit minus 15% Kriminalität. Top. Richtig. Was soll ich sagen, Mann? Mega gut halt, mega gut. Ja, okay, so. Jetzt hier die Genmodif. Was? Genmodifikation? Können wir uns selbst modifizieren? Finde ich eigentlich blöd, aber die Wachstumsgeschwindigkeit durch Klonen, okay. Durchbrüche in den Bereichen E-Nukleation und Kunstuterus ermöglichen die Massenproduktion von Individuen basierend auf herkömmlichen genetischen Vorlagen. Naja, bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich das möchte, gell? Und Genmanipulation? Und die maximale Fähigkeit durch das Reich, ja, ist auch voll blöd eigentlich, gell? Aber noch eine schnellere Wachstumsgeschwindigkeit, die wachsen doch gut. Komm, wir machen das Klon nicht mehr. Ich halte davon nicht so viel, aber gut. Aber gut, wenn wir da jetzt meinen, eingreifen zu müssen, dann okay, greifen wir da halt ein. Und ich drehe das Rad und drehe das Rad. Seht ihr? Ich drehe und drehe und drehe.
Unfassbar. So, okay. Hier unsere Bergbauwelt. Bauen wir einen Distrikt hin. Hier, wir haben schon Kristallminen hier. Ja, dann könnten wir. Wir müssen nicht. Ah, die ist schon groß. Der Planet, der ist sehr groß. Da würden sich dann die Genkliniken lohnen. Machen wir auch. Hier Verwaltungszentrum jetzt Sirius. Okay, gut. Wir haben jetzt genau unsere Reichsausbreitung hier erreicht. Da haben wir exotische Gase, da haben wir ein Zivilunternehmen. Und dann machen wir hier auch einen Dings dahin. Wie heißt es? Verwaltungsbüros? Nein, Zivilindustrie. Dachte ich jetzt eigentlich auch nicht an Zivilindustrie. Ja, vielleicht machen wir eine Chemieanlage. Ja, komm, wir machen eine Chemieanlage, das ist in Ordnung. So. Neue Welt wurde kolonisiert. Ijinium. Da kommt auch, werden Luxusgüter verteilt. Und das ist natürlich wieder mal auch prädestiniert jetzt für irgendeine Handelsgeschichte, gell? Generatorwelt Ubrod hat einen Blocker. Ich wüsste nur gern, wo der Blocker angeblich sein soll. Keine Ahnung, wo der Blocker sein soll. Sehe hier keinen Blocker, aber okay. Naja. So, jetzt ist unsere Rechtsausbreitung, hat es überschritten. Jetzt müssen wir mal gucken. Jarus Verwaltungszentrum, da können wir jetzt nämlich upgraden. Wir graden einmal ab. Gucken wir mal, ob das dann schon genügt. Müsste eigentlich genügen. Und dann graden wir halt nach und nach ab. Muss man nicht übertreiben. Jetzt inzwischen wird es dann wieder interessant mit den Sektoren, gell? Tau Ceti Secundus. Schaut euch unsere Flotten an. Unfassbar, oder? Hier, da können die einpacken. Aber halt, muss auch sagen, wir haben die. Unsere größte Flotte, die Voidborn, das ist halt, ja, das sind halt Söldner. Gell? Jetzt würde ich aber sagen, dass wir dann gerade die Voidborn hier rübernehmen. Dann gehen wir da rüber und nehmen die Jungs alle mit. Das gucken wir uns jetzt schon an. Mal gucken, ob das reicht, ob die 5 Jahre dann noch nicht rum sind, dass die wieder nicht mit uns im Söldnerdienst stehen. Gezahlt haben wir ja fürstlich, also haben wir richtig was liegen lassen. Ja, na gut. Jetzt gehen wir auf Situationsprotokoll und gucken mal. Das titanische Leben könnten wir auch mal uns angucken, gell? Landwirtschaft, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. L-Cluster, das können wir jetzt auch bald erledigen. Planetenumspannende Maschine. Da können wir jetzt auch mal eigentlich einen Wissenschaftler hinschicken. Ah, gerade sagen wir es. Der Söldnervertrag endet. Unser Vertrag mit den Söldnern von Armada of the Voidborn ist zu Ende gegangen. Ihr Anführer, Admiral Apoglo, hat angeboten, den Dienst der Schiffe sein Konto für weitere 5 Jahre zu verlängern gegen einen Aufpreis. Wenn wir ablehnen, werden die Söldner woanders nach Arbeit suchen. 9.000 kostet es. Nee, lass sie gehen. Lass sie gehen. Ist in Ordnung. Ihr habt uns geholfen. Und das war gut. Hier Touris, das ist aber ein bisschen arg weit weg. Okay, weiter geht's. Jetzt gucken wir mal wieder die Piraterie an. Hier ist alles gut soweit. Hier Piraterie schlecht. Na? Hallo, bumm, so. Hier Piraterie geht so. Ja, okay. Dann patrouillieren wir von hier bis nach Remok. Okay, das ist die Patrouille. Das ist die Patrouille, meine Lieben. Hier die Orion-Station ist nach wie vor riesengroß, gell? Und die könnten wir auch noch mal verbessern.
Handelsrouten. Jetzt möchte ich doch mal geschwind gucken, ob wir hier irgendwie sehen können, mal. Das sind die Spezies. Nee, das ist okay. Wir werden doch keine Rechte begrenzen oder irgendwas. Oder irgendwas hier ändern. Ich möchte einfach mal gucken, Regierung. Prinzipiell, ob wir da irgendwas sehen können. Demografie. Oh, schaut euch mal das an. Die Menschen, die werden im Verhältnis immer weniger. Weniger als 50%, gell? Menschen haben wir. Tsunami haben wir auch. Ein paar. Naja, gut. Was haben wir erforscht? Ionendisruptoren, perfekt. Wir haben Ionendispo. Oh, Wurmlochreise. Oh mein Gott. Jetzt wird es halt interessant, gell? Die Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit plus 50. Super, super. Ne, wir machen mal die Wurmlochreise. Finde ich nämlich voll spannend. Wow, die sind nicht alle kolonisierbar. Dann würde ich mal einfach sagen, dass wir Chiminol. Nee, ich möchte mal hin zu Chiminol. Ich möchte mit Chiminol an. Ah, Chiminol, okay. Chiminol 3a werden wir terraformen und es ist richtig günstig, schaut euch das an. In der kontinentale Welt. Terraformen, okay. Wer ist gestorben? Mira Antonova mit 105. Mira Antonova mit 105 Jahren gestorben. Unfassbar. Okay, cool. Jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt die hinschicken. Koalition von Pros. Ja, denen geht es da richtig schlecht, gell? Jetzt frage ich mich eigentlich, sollten wir nicht gleich noch den Krieg dann machen gegen die Confederated von Okon Clans? Hä? Würde ich mal eigentlich fast sagen, dass wir das machen. Hihi, oh Gott, ne, wir lassen es da jetzt krachen. Warum denn nicht? Warum sollen wir es nicht mal ein bisschen krachen lassen? Wüsste ich gar keinen Grund. Okay. Trotzdem schicken wir unsere Flotten dorthin. Und das ist die Reserve 1. Ja. Wir schicken die Jungs hier richtig, richtig dahin und gucken mal, was wir da machen können, gell? So, Enkef. Enkef 3. Sieht gut aus. Kolonisieren von Mensch. Okay. Ethikänderung bei der Shaba Trade Commission. Die sind militaristischer geworden. Na gut, sollen sie doch. Sollen sie doch militaristisch werden? Aride Welt? Ah, da möchte ich jetzt nicht gerade eigentlich wohl Okon hinsetzen. Oder? Aber gut, wir machen es. Stadtdistriktwohnungen plus 1. Perfekt. Perfekt. Jetzt müssen wir ja eigentlich richtig Platz haben. Und gleich können wir weitere Stadtdistrikte da bauen, gell? Mega-Legierungsgießerei. Das machen wir auch, die Mega-Legierungsgießerei. So, jetzt, wo ist unser Verwaltungszentrum? Das ist nicht gerade das beste Verwaltungszentrum. Wie sieht es jetzt auf Keso aus? Keso haben wir, da können wir auch Verwaltungsbüros upgraden. Und die Forschung hier, die machen 8, dann machen sie 20. Erhöhen wir auch, das passt gut. Ja, und unsere Wirtschaft, die boomt ja, gell? Also wir verdienen ja hier richtig Kohle. Evagima Prime hat wieder ein paar gute Sachen hier. Na, wir machen Forschungslabore mal. Wir müssen jetzt ein bisschen weiter forschen. Das ist schon wichtig, das machen wir jetzt. Da haben wir Luxusresidenzen. Na gut, wir haben eigentlich genug Wohnungen, gell?
die bringen, und Dienstleistungen haben wir mehr als genug. Archäologische Stätte abgeschlossen. Okay, cool. Jetzt, ne, trotzdem werden wir aber hier, wir haben ein Defizit von Mineralien. Ne, brauchen wir aber nichts. Brauchen wir nicht. Das würde ich mal ersetzen hier. Durch, was können wir da machen? Das ist irgendwie alles blöd ein bisschen. Würde ich aber trotzdem die Legierungsgießerei durch Legierungsgießerei ersetzen, ja. Okay. Okay, ja, Fakt 3, haben wir eine tropische Welt. Die kolonisieren wir auch von Menschen. Das ist in Ordnung. Leute. Und die Folge hier ist auch schon wieder rum. Jetzt gehen wir noch gucken, was wir hier auf Morust, auf der alpinen Welt, was wir da bauen können. Alles ein bisschen blöd, gell? Würde ich aber sagen, dass wir exotische Gase herstellen an der Stelle. Okay, jetzt gucken wir mal uns das hier kurz an. Eine Spezialanfertigung. Die Analyse der abgestürzten Maschinen ergab alle Antworten, die wir suchten. Die Maschinen waren riesige Energiefräsen, die im Orbit herumflogen und die Oberflächenlandschaft mit kräftigen Laserstrahlen durchtrennten. Eine der Maschinen enthielt Datenfragmente, aus denen hervorgeht, dass das gesamte Projekt zur Planetenumformung ein Auftrag war, der von einem unbekannten Kunden stammt. Dies gibt dem Terraforming-Konzept eine völlig neue Bedeutung. Kurios 2000. Gold, oh mein Gott. Okay. Und was ist hier los? Abgeschlossen? Okay, damit ist die Stätte abgeschlossen. Wir hätten eigentlich noch mehr Optionen eventuell gehabt. Naja. Leute, schaltet wieder ein. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir die Galaxis dominieren. Und zwar so richtig. Macht's gut und tschüss.